welche Alternativen gibt es zur Zahnfleischbehandlung? Wenn die Taschen sehr tief sind, gibt es dazu keine Alternative. Ist die Parodontitis aber im Anfangsstadium, das heißt, dass die Taschen vielleicht nur 3 bis 4 mm tief sind, dann gibt es schon eine Menge an Alternativen, indem man zunächst eine regelmäßige intensive Prophylaxe durchführt. Das heißt, dass man den Zahnstein in den Taschen entsprechend entfernt. Wenn man dann noch weiß, dass wir Risikofaktoren haben wie das Rauchen, dann ist das Abgewöhnen des Rauchens eine ganz hervorragende Alternative, um die Parodontitis zu stoppen und sogar rückgängig zu machen. Auch die Stärkung des Immunsystems. Wir haben ja eine Balance zwischen bakteriellem Angriff auf der einen Seite und Abwehrfähigkeit auf der anderen Seite. Wenn wir die Abwehrfähigkeit steigern, zum Beispiel durch Ernährungsumstellung, durch weniger Stress, durch Achtsamkeitsübungen zum Beispiel, dann kann man durch die Steigerung der Immunfähigkeit auch die Aktivität und die Aggressivität der Bakterien reduzieren. Es gibt also viele begleitende Behandlungen, es gibt aber keine medizinische alternative Behandlung außer der Prophylaxe.